Somit ist klar, der ist auch tot. Hehehe. Denke ich mal. Ist auch so ein versteckter Ladebildschirm irgendwie. Ich denke mal, das hört er sich so an, wahrscheinlich, weil das so ein Videoband ist. Eigentlich hört sich das nämlich komplett ein bisschen anders an auch. Wenn man sie in anderen Räumlichkeiten trifft. Das war jetzt ein aufgenommenes Band, was ich mir angeschaut habe. Was man auch interaktiv dann spielen kann. Finde ich geil gemacht. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Immer noch raus. Ich will da nicht raus. Tür zu, komm. Läuft doch einer, oder? Geht zu, Mann! Ich weiß, dass da hinten noch einer war. Ja, genau, da kam er. Kriecht er oder steht er? Ja, kriecht. Alter! Du Mistvieh! Komm her. Komm her. Komm her. Puh. Ach übrigens, danke für den Follow, Jan. Ich hatte ja noch keine Möglichkeit, mich deswegen zu bedanken. Yay, welcome to Paradise. Der Typ feiert da bestimmt fett Party. Da will ich dabei sein. Oh Mann. Was mache ich denn da? Okay, ich habe ja noch keine Karte. Das hat der hier hinge? Naja, ich. Let's play! Ja, let's play Resident Evil 7. Alter. Das ist bestimmt kein Blut, der hat da bestimmt hin onaniert. Was ist denn jetzt hier? Ah. Soll ich jetzt hier mir einen Film anschauen? Hast du ein Porno für mich oder was?
Ja, bestimmt. Boah, wie hässlich der ist. Typ ist Psycho. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Was sagst du? Ich kann den nicht ernst nehmen. Wow! Alter, dadurch habe ich jetzt Schaden bekommen? Dadurch habe ich Schaden bekommen? Willst du mich? Alter! Ich war gelb! What the fuck? Der Typ ist krank. Aber solche Charaktere in solchen Spielen, einfach nur ehrlich, was haben wir hier? Na gut, ich könnte ja auch den Pinsel da nehmen und die Gegner ein bisschen anmalen. Ach, ich bin hier doch nicht allein. Das sind wahrscheinlich arme seiner Sexpuppen. Du willst mich doch verarschen! Du willst mich doch! Hier, ich lauf da durch! Boom, tot! Ne! Kann ich das irgendwie entschärfen? Weil wenn ich jetzt da drauf schieße, explodiert's und ich bin tot, weil ich im Radius bin. Obwohl... Na, klar doch. Alter! Kannst du das? Danke. Boah, dieser Typ! Denkt, ich bin bescheuert! Wow. Wo ist es dran gemacht? Wo ist das? Ah, da. Das hängt ein bisschen so. Der Typ gefällt mir zumindest von seiner Kreativität. Das ist eine ganz andere Art von Horror. Irgendwie so Saw-Horror-mäßig gerade. Oh, hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Autsch. Das war jetzt nicht so gut. Das heißt, hier war auch eine Sprengfalle, die ich nicht gesehen habe, zumindest zu spät. Ich habe mich aber nur kurz bewegt von der Tür. Oder war die Tür schon mit Sprengfallen gespickt? Aber ich habe es überlebt, was mich wundert. Normalerweise dachte ich jetzt tot. Ja, das mit den drunter... Kann ich da rauf?
Okay, ich teste mal was. Gefällt mir aber bis jetzt besser als ein Monster zu erledigen. Glitzerte doch gerade was. Ach, das war nur dieses blöde Metall. Kiste! Ich traue der Kiste nicht. Das war jetzt so sinnlos, aber ich hab's dem. Ich hab grad nicht getraut. Boah, aber ich muss mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Noch eine Kiste. Wie der mich verarscht hat! Diese offensichtliche Kiste da habe ich abgeknallt. Diese dachte ich auch, komm, noch eine Kiste. Bam! Die explodiert dann. Das war fies. Der Typ ist krank. Moment mal. Ah, Safe Room. Was ist denn hier noch? Ist hier überhaupt was? Nö. Aber ich guck trotzdem mal. Man weiß ja nie. Vielleicht liegt hier irgendwas. Nö. Ich hab's zu spät gesehen. Alter, sterb jetzt gleich noch an solchen blöden Fallen. Ich dachte, wir sind Safe Room. Safe Room nur mit Box? Ohne Speicher? Der Typ hat das Tonband entfernt, damit ich nicht speichern kann. So ein Arsch. So, das Band brauche ich erstmal nicht. Ich habe schon gesehen, wie krank der Typ ist. Oh fuck, ich habe nur noch zwei davon. Nein. Guck mich hier erst um. Denn ich glaube nicht, dass ich dafür irgendwas hab. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Ich habe mir keine seiner Nummern gemerkt. Steht das irgendwo? Kann ich abbrechen?
Zum Glück habe ich mir keine Nummer gemerkt. Hätte ich da jetzt was eingegeben und es wäre falsch, wäre ich vielleicht gestorben.